dass ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die Yvonne kennen und die sagen, die war immer ein bisschen famegeil. Letztendlich in diesem ganzen Drama, finde ich, ist Yvonne diejenige, die am meisten Fame davon bekommt. Ich soll mir ein Hobby suchen, ein anderes, neues. Das mache ich auch. Fragt, warum ich denn noch mehr Kinder bekommen habe. Oder Peter konnte ja keine mehr machen. Wir wissen auch aus Hamburg, dass die Ehe von Yvonne und ihrem Ehemann eigentlich auch vor dem Dschungelcamp schon mehr oder weniger vorbei gewesen sein soll. Und hoffe, ich bin euch ein gutes Vorbild. Hat Yvonne ja mit ins Dschungelcamp genommen, um auf ihre kleine Tochter aufzupassen. Und die Kleine hat wohl der Mama dann erzählt, dass sie ganz oft allein war. In der Bild-Promi-Show Zuckerbrot und Peitsche wird ein falsches Spiel von Yvonne Wölke im Kleinkrieg vermutet. Letztendlich in diesem ganzen Drama, finde ich, ist Yvonne diejenige, die am meisten Fame davon bekommt. Aber wir wissen auch aus Hamburg, dass die Ehe von Yvonne und ihrem Ehemann eigentlich auch vor dem Dschungelcamp schon mehr oder weniger vorbei gewesen sein soll. Also dass bei ihr der Schaden nicht ganz so groß ist wie bei Iris und Peter. Ich habe ja letzte Woche auch schon erzählt, dass ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die Yvonne kennen und die sagen, die war immer ein bisschen famegeil, die wollte immer berühmt werden. Und nutzt das jetzt natürlich auch für sich. Da muss ich ja sagen, lobe ich ja wieder meine Dschungelkönigin Jamila Rowe. Ja. Ich habe letzte Woche ja mit ihr gesprochen und sie hat sich jetzt auch von Yvonne distanziert, weil sie sagt, es geht alles gar nicht, was da abläuft. Und sie hat Yvonne ja mit ins Dschungelcamp genommen, um auf ihre kleine Tochter aufzupassen. Und die Kleine hat wohl der Mama dann erzählt, dass sie ganz oft allein war. Also nein. Dass die Yvonne auch, anderweitig zu tun hatte. Und Yvonne sagt noch nicht mal ihrer besten Freundin oder sehr engen Freundin Jamila, was da eigentlich Sache ist. Weil auch Jamila Rowe sagt, sie weiß es nicht. Ich glaube, die will gar nichts von dem Peter. Die nutzt das jetzt nur so lange aus und lässt das deswegen alle so im Unklaren, damit das Fragezeichen so lange wie möglich bestehen bleibt und die Berichterstattung über... Weil wenn sie jetzt sagen würde, ich will nichts von dem und wir werden auch nie ein Paar werden, dann wäre das Interesse auch relativ schnell weg. Seit gestern in Köln schaut Iris Klein schon zuversichtlicher in die Zukunft. Aber bevor es wieder nach Mallorca geht, gehen wir natürlich erst zu Jenny, Steffen und zu dem Baby Damian. Es ist so toll, wenn man Kinder hat und jetzt noch toller, wenn man auch Enkelkinder hat. Ach, ich könnte nicht mehr ohne Kinder leben und ohne Enkelkinder. Ich bin so gerne Mama. Das ist natürlich auch ein Herzenswunsch von mir schon immer gewesen, Mama zu sein. Wenn es an mir gegangen wäre, ich hätte 10 Kinder bekommen. Und vielleicht kommen ja noch ganz viele Enkelkinder dazu. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, wenn wir dort sind. Und hier sind ja nur lauter dunkle Wolken. Ah, ekelhaft. Ekelhaft, diese Wolken. Und auf Mallorca scheint die Sonne und alles ist gut. Da blüht auch mein Herz viel mehr auf, wie hier, wenn ich es so rausgucke. Ich wünsche euch was. Gerade so lustig, ich habe gerade zu Daniela gesagt, also ich muss einem Mann nicht imponieren mit den Dingen, die ich habe, oder ich muss auch nicht für den singen. Und da sagt sie, besser nicht singen. Da rennt der Nächste weg. Achso, und ihr habt auch gefragt, warum ich denn noch mehr Kinder bekommen habe. Der Peter konnte ja keine mehr machen. Geht ja gar nicht. Und ich soll mir ein Hobby suchen, ein anderes, neues. Das mache ich auch. Ich werde mich im Golfclub anmelden auf Mallorca und fange an, Golf zu spielen. Und ich gehe mit meiner Freundin Renata auch ins Fitnessstudio. So Lady Fitness, also kein so Bodybuilding, weil die drehen ja alle irgendwie durch. Nur so ein bisschen Fitness. Also ich orientiere mich jetzt so langsam ein bisschen neu, sortiere mein Leben und ihr habt geschrieben, ich soll ein Vorbild sein für alle Ehefrauen oder Frauen, die betrogen wurden. Ich nehme euch natürlich gerne mit auf die Reise. Und hoffe, ich bin euch ein gutes Vorbild. Naja, wir werden sehen. All die Jahre gar nicht mehr so gemacht, dass ich mich an erster Stelle gestellt habe. Sondern für mich war immer der Partner an erster Stelle und die Familie und ich habe mich hinten angestellt. Und das alles muss ich jetzt halt auch ändern. Ich muss mich jetzt zuerst stellen und dann die Familie. Denn nur wenn mir es gut geht, kann es auch der Familie gut gehen. Ihr habt mir so viel Kraft gegeben und die mag ich euch zurückgeben und zeigen, dass ich es ändern kann und dass es besser wird. Es wird jetzt jeden Tag besser.
ich kann wieder lächeln, nach vorne schauen und ja, die Hassphase und dann kommt die Gleichgültigkeit und bin jetzt gerade so am Übergang. Also danke an alle, die mir geschrieben haben. Leben neu sortieren, bin ja gerade dabei. Jeder kriegt das, was er verdient, oder? Ich muss vieles neu lernen. 6 Grad. 21 Grad, wie wunderschön. Vielleicht sollte ich auch mit einer Person wechseln. Die wollte doch eh nach Deutschland. Frisch geduscht, eingecremt, die Nasenhaare geschnitten. Ich weiß jetzt nicht, warum die Leute mir immer schreiben, hol doch die Hunde, nimm sie mit ins Bett. Ich trinke ja mal überhaupt gar keinen Alkohol. Wisst ihr ja, habe ich ja schon oft genug gesagt, aber vielleicht sollte ich damit auch mal anfangen. Ein großer Pool haben wir hier. Super. Und morgen werden es 21 Grad, wie wunderschön. Kann man bald schwimmen gehen. Iris zeigte auf Instagram ihre neue Wohnung und das schöne Wetter hätte auch gern ihre Rivalin. Hier regnet's und hier sind nur 6 Grad. Tja, jetzt könnte man sagen, jeder kriegt das, was er verdient, oder? Aber ich finde, mir stehen auch 20 Grad zu und Sonne. Also, finde ich schon schön. Aber hier sind nur dunkle Wolken, ekliges Wetter. Aber na gut. Ich mach das Beste draus, würde ich sagen. Tschüss. Vielleicht sollte ich auch mit einer Person wechseln. Die wollte doch eh nach Deutschland. Ja? Ich hab hier mal einen Plan. Aber will die Iris, die wahrscheinlich gemeint ist, denn Mallorca wirklich verlassen? Also ihr seht schon, es geht langsam wieder bergauf. Und ich wünsche euch jetzt alle eine wunderschöne gute Nacht. Ich habe ja hier Nachbarn. Und ich habe Nachbarn. Ja, die Terrasse ist noch ganz, ganz leer. Kommt noch, aber guck mal. Nachbarn haben noch die Weihnachtsdeko dran. Krass, oder? Ja, da muss ich mich ja echt wieder dran gewöhnen, dass ich Nachbarn habe. Sieht man den Pool von hier? Ah ja, der ist auch beleuchtet.